Ja, Leute, was geht ab? Mein Name ist die Doppel-CD und willkommen zu einer weiteren Folge von Dizzy vs. Dinos zusammen mit dem DNER. Hallo. Hallöchen, mein lieben Junges. Da unten haben wir einen Saturn-Drop, Leute, falls ihr es in der letzten Folge nicht gesehen habt. Den epischsten Kampf, den es jemals gegeben hat. Was ist hier los? Ich wurde vom Dino gehauen. Bist du am Boden oder wo bist du? Nee, ich bin gerade auf dem Drachen drauf und der kämpft für mich einfach. Muss ich nicht beschweren, ne? Ich lass ihn einfach mal machen. So. Ich glaube, jetzt ist alles gut, oder? Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Oh, jetzt werde ich attackiert. Oh, jetzt musst du vielleicht mal kurz eingreifen. Ja, mach ich, easy. Kriegt ihr das hin da, ihr zwei? Ja. Oh. Klaro. Oh. Och. Oh. Naja. So, wo ist denn jetzt hier mein Boy? Was hast du bekommen? Oh, ich werde angegriffen. Ich mache alles aggressiv. Ich werde sterben. Nein, ich komme. Ich werde komplett sterben. Ich kann nicht abheben. Down! Hallöchen, Ark! Achtung, aber hier ist alles gut. Wir überleben was alle. Okay, ich habe den Drachen auf aggressiv gepfiffen. Deswegen muss man gucken, nicht, dass der jetzt da... Ja, der killt alles hier. Ja, dass der gerade, dass du den nochmal auf passiv pfeifst, weil ich wollte, dass der drauf geht. Ja, Leute, da muss man zum Start der Folge mal ein bisschen unvorsichtig sein, ne, Leute, man kennt das doch. Okay, ich muss jetzt wieder übelst weit, glaube ich, rüberkommen zu dir. Lol? Ja, lol? Hä? Ah, ich bin mitten in einem Kampf gestartet, gespawnt. Warte mal, wo war denn jetzt nochmal mein Killort? Kannst du mir nochmal die Koordinaten sagen? Ja, und zwar sind die Koordinaten, Sekündchen... Ich muss selbst einmal gucken. Muss einmal safe gehen. Wir sind bei 12 links und dann 35. 12? 35, das wäre da hinten. Ach du Scheiße! Wie soll ich denn da hinkommen? Du bist ja mit zwei Drachen unterwegs, du könntest mich auch einfach abholen, ne? Ah ne, du kannst mein Loot. Doch, du kannst mein Loot ja an die Drachen packen, oder? Könnte ich, ja. Oder ist da gerade zu viel los? Ja, es ist halt so blöd, das Looting dran. Ich muss dann alles bei mir reintun und dann zurück. Also ich kann das machen, wenn es gar nicht anders geht, aber ich glaube, du kannst viel das... besser. Aber ich kann dich doch packen einfach. Sag mir, wo du bist und dann fliegen wir dahin. Ja, mir ist unnormal kalt und ich habe jetzt schon wieder gleich die Hälfte Leben. Ich bin bei 12 und 57. Richtung Schneeberg auf jeden Fall. Ah ja, du fliegst zu mir. Ja, und jetzt weiter runter. Ah, da ist er, der DNER. Hallöle. Hallöle. Hier unten bin ich. Hallo. Ja, direkt unter dir. Ich bin direkt unter dir. In diesem Moment bin ich unter dir. Huch. Zack. Hallo. Und jetzt ist er oben auf dem Berg gelandet. Und ich Ach bin so. Einfach hier unten. Ich bin hier eine Etage weiter unten. Ah, ja, okay. Ah, okay, ja, ich seh dich. Hallo. Hallo. Tschüss. Ich habe rechte Taste gedrückt, aber ich muss ja andere Taste drücken. Ja, du bist nicht so mobil einfach. Die Kurven sind schon krass von den Dingern. Wo ist denn der zweite Drache? Hast du den nicht mitgebracht? Doch, der ist mir gefolgt. Aber der ist auch zwischendurch mal irgendwo hängen geblieben. Der ist bestimmt hängt er wieder irgendwo. Der ist in der Luft hängen geblieben? Ja, der ist komplett hängen geblieben. Also du müsstest mich jetzt schnell nehmen, weil ich habe nur noch Hälfte Leben, bin gleich tot. Oh, bist du am Frieren? Ja, mir ist ein bisschen kalt im Schneebiom nackt. Hab ich dich? Ah ja, du hast mich, ja. Und wir losgehen, kann es sein? Nee, ich bin noch dran, alles gut. Okay, man sieht dich kaum, bist so klein ja, im Vergleich. Ja, ich bin auch nochmal klein im Vergleich. Zum Dings. Okay, ich mach mir gerade ein bisschen Sorgen um meinen Drachen, wenn er dir eigentlich gefolgt ist und jetzt nicht mehr folgt und du sagst, er ist irgendwo hängen geblieben. Weiß jetzt nicht, ob das so geil ist, aber Problem ist, wie gesagt, ich verliere die ganze Zeit Leben. Mir ist hier viel zu kalt, ne? Dann fliege ich hier einmal rüber, wo es. Zu dem roten Drop da vorne vielleicht. Ja, und ich mache eine Fackel an, ich glaube, aber es ändert nichts, ne? Für aber weißt du, ändert nichts, ne? Weißt du jetzt nicht, wo der Drache ist? Nee, aber ich dachte ja, der ist gefolgt, ich bin durch die Luft geflogen, deswegen habe ich nie hinten geguckt. Ich bin nur auf die Karte die ganze Zeit geguckt, um zu dir zu kommen. Oh nein. Aber der ist nur irgendwo in der Luft. Ist dir hier auch nicht wärmer? Mir ist hier warm. Ja, hier ist warm. Ah, okay. Also, ja, warm oder Drachen suchen? Ja, sonst sterbe ich. Also ich muss irgendwie... Lass uns erstmal zum roten Drop da unten. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wo der rote Drache ist. Ich kann es ja gar nicht einschätzen, wo du den hättest fallen lassen oder... Ja, auf dem Weg, wo du gestorben bist, zu dir halt. Und ich bin hoch. Ja, ja, ich meine, die Bäume sind halt so hoch. Ich bin halt über den Bäumen eigentlich geflogen. Aber ein Drache bleibt hängen? Der kann doch fliegen. Woran bleibt der denn hängen? Keine Ahnung. Okay. Ich guck mal, was hier in dem Drop drin ist. Ich hab Wölfe gehört. Pass auf. Nur Scheiße. Ja, kannst du dich wieder packen. Da war ein Zielfernrohr drin. Ja, ich höre auch Wölfe. Ist nicht leicht, dich zu bekommen, leider. So ist das nun mal. Ich bin halt nicht leicht zu bekommen.
Ja, Leute, ich weiß nicht, also das wird natürlich jetzt eine harte Suche. Ich bin schon fast gewillt, dass wir jetzt einfach direkt einen Zeitraffer machen, weil ich kein Riesendrama jetzt wieder aus diesem Tod machen will. Und ich weiß halt nicht, wo der Drache jetzt sein wird. Boah, Alter, was ist das für ein mega rotes Bild gerade hier? Die Sonne geht also auf. Ja, lass einfach Richtung deinen Todespunkt fliegen. Locker ist der irgendwo auf dem Weg hier. Ach stimmt, da hinten. Nee, wo ist denn mein Todespunkt überhaupt? Ich habe komplett den Überblick verloren. Da ist er doch, guck, da ist er. Ah. Die chillt einfach. Oh, das ist ein Fremder. Ist ein Fremder, glaube ich. Echt? Ja, das ist ein Fremder. Fuck. Oder? Ja, klar. Doch, das ist ein Fremder. Das ist ein Fremder, der hat eine andere Farbe. Scheiße. Aber da hinten ist mein Todespunkt. Ich bin mir unsicher. Dreh mal. So viel Schaden kann er ja nicht machen. Ja. Schon, da kann dich halt raushauen, ne? Ne, das ist doch gar nicht Drachengebiet hier, oder? Ah, ist unser! Das ist unser! Oh Mann, Alter! Das kann halt nicht sein, dass der so weit vom Drachengebiet weg ist. Musst du landen? Ja, nee, aber ich lande für dich. Ja, dann kann ich ja direkt wieder fliegen. Ich überlebe, weil hier sind überall Wölfe. Ja, hier oben drauf. Genau, hier oben auf den Stein. Okay. Dann kann ich den auch direkt wieder zu mir pfeifen. Lol, guck, der war mitten verwirrend. In der Luft! Der hat einfach aufgehört, mir zu folgen, oder? Ja, weil du wahrscheinlich irgendwann zu weit weg warst, wobei ich nicht verstehe, warum du so viel weiter fliegst als er. Oder hat irgendwas auf dem Weg angegriffen oder irgendwas? Aber also ich habe ihn zweimal verloren auf dem Weg. So, zack, und jetzt setz dich mal hin. Okay. Ja, jetzt hast du ihn. Nice. Okay. Hat auch fleißig gelevelt. Ein Level noch mit dazu, gehe ich nochmal auf Leben. Perfekt. So, machen wir uns jetzt, ja, jetzt müssen wir uns fast schon wieder auf den Weg zurück machen. Wir hatten eigentlich noch, zwei andere Drops, wovon wir jetzt einen roten Drop, uns ja gerade geholt haben. Da war nichts drin. Der gelbe da hinten. Ah, der, der braucht dann wieder so lange, bis er da unten ist, aber du musst deine Sachen erst holen. Ach ja, ich hab voll vergessen, die liegen ja unten auch noch. Brauchst du Hilfe? Ah, hier war das. Nee, glaub nicht. Dann lock ich schon mal alles, was hier ist, nämlich weg vom gelben Drop, weil hier sind richtig viele Sachen. Aber das kriege ich hin. Ihr könnt euch alle verpischen, nämlich, damit das klar ist. Okay, ich habe alles. Bin nur zu schwer. Aber das kriegen wir hin. Okay, ich komme Richtung gelben Drop und ziehe mir kurz noch meine Klamotten wieder an. Und tu irgendwelche Sachen aus deinem Inventar ins Dracheninventar. Ja. Damit du nicht gleich zu jetzt, schwer bist. Damit man das jetzt überhaupt nochmal sehen kann, was ich am Anfang der Folge eigentlich eingesammelt habe. Wir haben einen Ankylosattel mit der Rüstung, mit 244er Rüstung, also einen überragenden. Ist an sich ein richtig guter Sattel, aber mit einer Anke so kämpfen wir jetzt nicht so aktiv. Ist jetzt halt zum Farmen, wenn irgendwas passieren sollte, sind wir da auf Nummer sicher. So, und das kann ich hier alles nochmal rausschmeißen. So, und der Golden Drop ist jetzt auch am Start direkt da vorne. Ich bin ja, jetzt pass auf, aber hier sind überall Wölfe. Bist du das? Ah, okay. Mach am besten so, dass du so nah rangehst. Genau, ja, und warte noch, bis ich hier wieder in Reichweite bin. Ich drehe mich noch einmal um. Okay, jetzt noch ein Ankylosattel, aber ein schlechterer. Ach komm, hau ab. Was ist das? Metallaufschläge. Ist scheiße. Braucht kein Mensch. Sollen wir uns wieder auf den Weg zurück machen? Ja. Aber es ist halt sauschnell, ne? Wir sind sauschnell und wir haben eigentlich ja alles, was wir brauchen. Und zwar ist der DNR Level 84. Ja. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall unsere Scuba-Sachen, unsere Tauchsachen. Und wir müssen ja noch auf Tauchstationen gehen, um schwarze Perlen zu bekommen. Damit wir unsere Gasmaske machen können, die wir wiederum brauchen, um die Brutmutter eines Tages zu töten. Weil wir dafür eine Gasmaske brauchen in der Höhle, ne? Richtig. Weil da also stand auf jeden Fall in der Wiki, was man so braucht, ist eine Gasmaske. Und die kostet halt das. Dann ziehen wir das auf jeden Fall durch. Ich gucke die ganze Zeit nach was Rotem, aber es ist alles rot gerade diesen Morgenlicht, ne? Ich gucke gerade die ganze Zeit, ob irgendwo noch ein schöner Alpha ist, damit du auch nochmal einen Alpha töten kannst. Ist eigentlich schon ganz geil, ne? Wobei es viel wichtiger ist, dass nur einer von uns ein hohes Level ist. Also eigentlich wäre es schon besser, wenn du das wieder machen würdest, damit wenigstens einer höher ist und die Sachen machen kann. Ja, wir kriegen es mit der Zeit, kriegen wir eh so viel. Hä, was ist das hier unten für ein Ding? Guck mal hier. Sieht voll krass aus, oder? Hier sind auf jeden Fall zwei Rexe. Bist du bei mir in der Nähe? Nee, ja, ich bin direkt über dir. Aber siehst warte mal, ist da vorne ein Alpha? Da vorne ist entweder ein Alpha oder so ein Anführer. Da ist ein Alpha, Raptor? Ja, Alpha Raptor. Ja, komm, den können wir easy töten, der ist ja voll schnell. Ja. Wie tütest du denn diesmal? Moin! Ich weiß nicht genau, wie lange der so aushält. Ja, bevor es zu fällt, der rückwärts runter, dann bist du genauso am Rand. Ich habe auch nicht mehr so viel Stamina. Geh mal hier hoch kurz. So, ich schieß von hier oben drauf. Okay. Der ist schon sehr blutig. Ja, ich schieß von hier oben. Warte, ich will noch absteigen, damit ich auch ein bisschen was runtergefallen. Oh, ja, ich komme zu dir.
Nein! Lenk ihn am besten ab. Lenk ihn ab, ja. Lenk ihn ab, lenk ihn ab. Ja, ich häng fest. Ah, wenn okay, ich hab ihn getötet. 1600 Boah, nice, Schaden. Mann. Wie hast du 1600 Schaden gemacht? Einfach in sein Gesicht. Aber ich trau mich nice, nicht Mann. Da runter, oder? Komm ich da unten wieder raus? Ich hol dich. Ah, du kannst dich ja eh holen. Oh, ich rutsche echt komplett runter wie in so einer Rutsche. Oha! 175er Crossbow. 175% ist jetzt nicht so okay. Geil. Und natürlich eine Alpha Raptor Klaue nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Denn ja. Wir haben ja gesehen, beim Obelisken kann man damit natürlich auch verschiedene Sachen machen. Sag, wenn ich dich wiederholen soll. Ja, erhol mich gerne wieder. Ich komme hier nicht, komme alleine eh nicht raus. Glaube ich, oder? Ah, doch, vielleicht. Ah, vorbei, geil wird's nicht. Ne, wäre geiler, wenn du mich abholen würdest. Aber ich habe ein Level-Up auch bekommen. Nice. Gehe ich nochmal auf Gewicht. So, und dann bin ich jetzt auch Level 81. So. Wo haben wir denn meinen Drachi? Ach, da hinten ist da das Billy, ne? Komm her. Zack. Die fliegen immer so hoch. Ich muss ihm jetzt immer sagen, landen. Was ist das hier für ein schwarzes Ding hier? Ist das Öl? Oh. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Genau, wo du auch bist. Und dann hinter dir. Auch auf diesem Plateau drauf. Einfach nur hinter dir praktisch. Oh, oh. Ich hab das sieht voll cool aus. Ich komme hier immer noch nicht hoch. Ich komme hier nicht hoch. Achso, bist du nicht bei deinem Drachen? Nee, ich komme da nicht hin. Achso, okay, dann hol ich dich. Ich dachte, du bist bei einem Drachen. Ich komme von dieser Plattform hier nicht so richtig weg. Also ich komme nicht höher. Oder? Ah, doch, warte, ich kann außenrum laufen. Ich glaube, ich kann hier außenrum laufen. Ja, bin wieder da. Bin auch beim Drachen jetzt. Ah, perfekt. Und wenn du dann einfach mit dem Drachen ein bisschen weiter gehst hier oben, ist so ein riesen schwarzer Stein. Ist wahrscheinlich Obsidian oder so? Ich weiß nicht, sieht anders aus. Guck's ah. Dir mal an. Das müsste Öl sein. Sieht für mich nach einem Ölstein aus. Aber warum ist der hier draußen? Ja, gibt Öl. Wenn du mit was raufgehst? Oh, das ist eine Spitzhacke. Ah. 28. 28 Öl nur? Ja, okay, ja nichts Besonderes. So okay. So, jetzt können wir uns wieder auf dem Weg machen. Ja, für so eben nebenbei kann man das auf jeden Fall mal machen, ne? Hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Ja, eben. Komm, wir wollten jetzt nur kurz Raptor ein bisschen Alphas killen. Wir haben 3 direkt gefunden, ne? In den letzten 20, 30 Minuten. Ja, aber das ist auch einfach, weil die Drachen übelst schnell sind. Also mit denen, finde ich, macht es richtig Spaß zu fliegen. Ja. Jetzt wurde auch noch mal ein bisschen... Hier war auch mal irgendwann Alpha, glaube ich. Und ist noch ein Rex. Hier ist diese Höhle, wo man kostenlos Sachen bekommt. Aber ach, ich glaub, ist hier der Giganotto gewesen, oder? Ja, ja. Boah, ich bin noch verhungern. Ich muss das jetzt essen. Ja, hier muss der Giganotto sein. Stimmt, da ist er auch. Da hinten ist er. Aber der ist zu stark. Also zum Zähmen ist er gut, aber den killen kannst du eigentlich kaum. Kann man nicht, egal wie oft man drauf schießt. Also doch, klar, aber der hat halt nochmal viel mehr Leben als ein Rex. Egal was für ein Level der ist. Ja. Der ist Level 20. Glaube ich. Vielleicht ist auch habe ich auch Unrecht. Ich kann schnell gucken. Damit könnten wir natürlich jetzt ein Mega-Level machen, ne? Das stimmt, das stimmt. Ich guck mal, nicht, dass ich jetzt Mist erzähle. Ich glaube, der hat zwar hohes Base-Level, so 80.000, aber kriegt danach kaum was dazu, nämlich. Giganotosaurus. Oh, oh, der kommt bestimmt hier hoch, wenn er will, ne? Oh, der hat riesig. Ja, 80.000 hat der. 80.000. Ja. Und kriegt aber nur 40 dazu mit jedem Level. Das heißt, wir können den killen. Dazu. Der hat nur 80.000, der hat eigentlich wahrscheinlich weniger als Alpha T-Rex. Ja, dann kriegen wir den gekillt. Ja, dann machen wir das. Sorry, ich hab's falsch im Kopf gehabt. Oder unten ist noch ein Rex. Vorsicht, der kommt zu dir. Oh, der kommt. Ja, warte, hoch. Was passiert hier? Was passiert hier gerade? Was machst du mit mir? Du hast mich runtergehauen. Du hast mich runtergehauen. Nimm ihn mit Absicht. Alter, du musst auf deine Flügel aufpassen. Attackier den mal, damit der nicht mich angreift. Mach ich. Der macht gut Schaden. Alter, du hast riesen Flügel. Du hast hier nicht unter Kontrolle. Scheiße, ich will den Passiv pfeifen. Wo ist denn mein Drache? Ach, du ja, hast den auch noch im Gepäck. Ja, ich habe ihn jetzt extra genommen für Passiv. Einfach drauf da. Ich will ihn weglocken und zu dir. So, jetzt komme ich zu dir. Wo bist du? Oh, scheiße, ich bin hier oben auf dem Berg drauf. Mit euch, gemeinsam. Dann lauf weg, dass wir... Nur ich kill den. Okay. Wobei ich ein bisschen Angst habe vor dem Giganotto. Den killst du nicht hier. Nein, ich kill den Rex. Ach so. Hab ihn getötet. Zack. Nice. So, kann ich jetzt meinen Biddy wieder haben? Biddy, komm her. Mhm. Und Biddy, lande bitte. Komm. Aber bitte nicht beim Giganotto landen. Bist du gestört, Biddy? Komm hier hoch! Oh, wobei, es geht eigentlich noch. Es geht eigentlich noch. Okay. Voll weg. Ja. Och, Biddy, komm jetzt her. Dann komm jetzt auch her. Und jetzt landen. Komm. Och, Biddy, du bist aber auch... Ihr seid aber auch kleine Tollpatsche so ein bisschen. Die Giganotto hängt ein bisschen fest, ne? Ja, okay. Also wirklich.
Guck mal, was ist, wenn wir hier oben drauf landen? Guck mal hier, wir haben ja diese... Oh Gott, ich bin aber angegriffen, weg von kleinen scheiß Insekten. Nein, Insekten. Oh nein. Das ja, die Insekten weiß, wie gefährlich Insekten sind. Die töten einen halt. Die können Krankheiten übertragen. Ja, ich weiß nicht. Wie weit geht denn so ein Schuss? Ich fand eigentlich... Ja, oben fand ich es eigentlich ganz geil. Also wenn wir jetzt hier oben chillen und den hier getriggert bekommen, dann läuft's einfach. Ja. Dann läuft's aber richtig. So, hier scheint kein Gegner zu sein. Ansonsten müsstest du den versuchen, hier hoch zu triggern. Da unten ist er. Ich hab ihn gekillt. Also nicht gekillt, sondern ich hab ihn getroffen. Genau. Hast du ihn auch abgeschossen? Er kommt nicht hoch, glaube ich, oder? Oh, unter mir sind zwei Raptor. Ich treffe ihn und er kommt nicht zu mir hoch. Ich habe eine perfekte Position. Ich kann ihn nicht killen. Ich kümmere mich gerade um zwei Raptor hier. Dann haben wir zwei voll unterschiedliche Seiten, aber ist nicht schlecht. Aber jetzt haut er wieder ab, weil er zu dir geht, glaube ich. Okay. Oder läuft er gerade zu dir? Ah, ich muss mich wieder konzentrieren mit meinen Schüssen. Wow! Nicht wie. Ja, scheiß Insekten habe ich wieder getroffen. Ich muss einmal weg. Oh, ich hasse Insekten. Die sind zu stark. Ich glaube, er weiß gar nicht, wo er hin will mit seinem Leben. Ich gehe nochmal einen runter, wir können ja fliegen. Ich bleib einfach auf dem Drachen drauf. Da hinten läuft er. Hä, der hat sich überhaupt nicht unter Kontrolle, habe ich das Gefühl. Ist halt natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, wenn der nicht irgendwann festbackt. Oh, jetzt backt er. In dem Moment backt dann, er fest. Dann ist da was, ja. Nee, dann ist es auch schwer, einfach dauerhaft auf den drauf zu schießen. Jetzt kämpft er gegen Bronto. Ja, stimmt, und der frisst die ganze Zeit. Was soll das? Was sind hier denn so viele Raptor? Was ist mit euch? Lass mich doch mal in Ruhe. Ja, jetzt frisst er gerade zum Beispiel einen Bronto, ne? Scheiße, meiner ist abgehauen, Obwohl ich ihn auch passiv gefiffen habe. Komm her. Komm zurück, wegen den scheiß, Dinger, jetzt ist er wieder hier. Wegen den scheiß Insekten. Ah, Insekten sind so. Oh, Giganotto, greif mich an. hau ab. Oh, jetzt hier oben drauf, bitte. Der muss jetzt hier nicht oben drauf kommen und dann da unten hängen. Ja. Ja, das sieht so gut aus gerade. Das sieht sehr gut aus. Hallöle. Hier kann er nicht hochkommen. Oder kann er auch außen rum gehen? Ich darf auf gar keinen Fall runterfallen. Ich muss so aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Okay, du musst zu mir kommen. Wir haben dir die perfekte Position. Aber er kommt von außen jetzt, ne? Schafft er nicht, oder? Ich weiß nicht, er hat auf jeden Fall versucht, da so einen Bogen zu gehen, glaube ich. Ja, da unten ist er. Schafft er nicht. Okay, sehr gut. Aber, na, ist halt... Wir müssen, bitte hau mich nicht runter mit den Flügeln oder so. Ja, nee, ich halt Abstand. Das ist schon ein bisschen stressiger. Ah, scheiße, ich muss aufpassen. Ich muss mal versuchen, wieder besser zu zielen. Ist ein bisschen stressiger, weil die Klippe so einen Freiraum da drunter hat. Und da hängt er dann die ganze Zeit fest. Ich weiß gar nicht, wo er gerade ist. Das bist du. Okay. Er ist ganz rechts, er ist viel weiter nach rechts gegangen. Oh Gott, ich bin in der drin, Achtung. Ja, so, sag, ob ich bewegen soll oder ja, nicht. Ja, jetzt kannst du wieder. Okay, er ist viel weiter nach rechts. Ah ja, da ist er. Okay. Ich versuch mal, hier kommt er nicht hoch, oder? Nee, aber fast, ne? Ich versuch mal hier oben drauf. Oh, ja, nein, ah! Das Handling mit den Drachen, Alter. Ich kann ihn aber treffen von hier. Ja, schieß einfach drauf. Okay. Du kannst einfach drauf schießen. Junge, wie groß der ist für diese Welt, ne? Ja, jetzt habe ich auch wieder eine ganz gute Pose hier oben. Solange der nichts anderes frisst, ist alles gut. Jetzt hängt der wieder da. Ich laufe auch mal ein bisschen weiter runter noch. Aber der hat keinen Multiplikator wie der Raptor leider im Kopf, ne? Den kannst du treffen, wo du willst. Gibt, glaube ich, immer das Gleiche. Stimmt, im Alpha habe ich ja so viel Schaden gemacht. Oh, ich habe daneben geschossen. Was meinst du, wie viele Schüsse brauchen wir? 80 dann brauchen wir 160 Schüsse oder so 150. Okay, haben wir so viele? Ja, ich habe noch 130. Oh, nice. Ja, easy, dann kriegen wir den gekillt. Ja, weil ich habe nicht so viele beim Alpha T-Rex benutzt, weil hier zwischendurch habe ich nachgeguckt und sowas. Okay. Aber das ist ein bisschen doof, mit der, weil er immer abhaut und dann muss ich immer wieder den Gott! Stellen. Oh Gott, ich glaube, er hätte mich hitten können, wenn ich jetzt nicht weggeflogen wäre.
Ja, es ist ein bisschen doof, aber wir haben wenigstens eine kleine Herausforderung diesmal. Immer noch mega gut, weil er hat hier gerade nichts, was er essen kann, ne? Weil sonst, wenn er was isst, kriegt er wieder Leben. Ja. Und dann dauert alles viel länger. Ach, scheiße. Und dann haben wir ja nicht genug Schüsse auch. Mann, ey, der hat aber auch einen Radius, wie er rumläuft, ne? Der muss sich mal beruhigen, das wäre halt mal ganz gut. Ohne Scheiß, Alter, wo der die ganze Zeit rumläuft. Jetzt läuft er wieder auf die andere Seite. Das ist schon hart. Vielleicht chill ich mich hier einfach nochmal kurz hin. Nee, geht auch nicht, klar. Vielleicht hier oben drauf. So. Und jetzt schieße ich einfach auch nochmal hier komplett durch den Wald. Gott, das ist aber echt risky jetzt. Der ist direkt unter dir, ne? Du hast einfach der Kopf ist einfach direkt vor dir. Wie das aussieht, richtig episch. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja, auf jeden Fall den Drachen auf passiv, ne? Auf passiv? Ja, nicht, dass wenn du stirbst, er dann irgendwie den angreift. Ja, ist recht. Und dann verliert er eh. Ja, ist passiv. Oh, der epische Giganotto-Kampf. Dass er so schnell kommt. Es sind viele Sachen in dieser Staffel so ungeplant, schnell passiert, ne? Es hatte sowohl Negatives als auch Positives. Ja, ja, mit den Eiern, stimmt. Und manches hat gut funktioniert, ne? Manches wie die Tiefsee hat nicht so gut funktioniert. Das stimmt. Aber manches wie die Eier zum Beispiel hat easy funktioniert. Ja. Und dann hat wieder manches wie mit den verzahlten Eiern nicht funktioniert, aber immerhin ohne große Verluste. Nur Zeit ein bisschen, und das ist niemals so viel. Okay, aber so geht's ganz gut klar. Wenn er weiter so seine Runden dreht, ist perfekt. Ja. Er hat zwar noch nicht mal ansatzweise Blut, aber ich habe ja auch echt nicht effizient schießen können. Er haut ab, ne? Er haut ab. Warum? Wenn er zu viel Schaden hat, vielleicht Hälfte Schaden, dann haut er ab. Also aber der ist noch nicht mal rot. Das Problem ist, wenn er jetzt da hinten was zum Essen findet. Ja. Ich versuche den mal zu holen. Ich glaube, er kommt wieder. Oder? Er hat auch gedreht. Ja. Ich treffe ihn auf jeden Fall, ich treffe ihn immer wieder. Echt? Was ist, wenn er mich einmal hittet? Nicht schlimm. Ist nicht so schlimm, wenn er mich einmal hittet? Ich glaube, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Nicht, dass ich dann instant tot bin oder so, weil Giganotto ist halt der heftigste, den es gibt. Ja. Das ist ein bisschen risky. Aber eigentlich ist es egal, der muss dich nicht mal hitten. Er folgt dir, er guckt dir auf jeden Fall nach. Ja. So, dann komme ich wieder hier rüber. Ja, er kommt. Ja, er ist wieder voll nah. Okay. Ja, er ist wieder hier. Nice. Oh, hätten wir doch noch eine krassere Waffe. Wobei die Waffe ja eigentlich schon krass ist. Ja, die Waffe ist schon sehr krass. Er fängt an, blutig zu werden. Echt? Okay. Ja, oder es war nur da, wo die Schusswunde war. Aber ich habe gerade Blut gesehen. Ich sehe nur seinen großen Schatten. Naja, so blutig sieht er auf jeden Fall nicht aus. Naja, okay. Nee. Nein, der hat aber auch einen Radius, Alter. Wie der wendet. Naja, da kommen die Schüsse nicht an. Du hast ein Zielfernrohr drauf, ne? Ja, genau. Hab ihn wieder getroffen. Ja, ich auch. Ich kann dir das Zielfernrohr geben, wenn du willst. Nö, alles gut. Also es geht ja eigentlich easy. Ich weiß gar nicht sowieso nicht so richtig, was das bringen soll. Wieso ich machen wir manchmal 500... Achso, nee, wir haben ja unterschiedlich gute Waffen, okay. Deswegen. Jetzt macht er aber schöne Kreolen da unten. Ja, aber es ist gut. Der versucht gegen irgendwas zu kämpfen, was unter ihm ist. Er ist auf jeden Fall blutiger jetzt. Wehe, das was anderes killt ihn, ne? Aber es kann eigentlich kaum passieren, weil nichts macht 500 Schaden. Ja, das stimmt. Aber es kann also schon passieren, wenn man Pech hat. So ein Dödel hat ihn getötet. Ey, das ist wirklich so, ne? Was wir schon alles für Probleme gehabt haben. Aber ein Alpha-T-Rex und einen Giganotto zu töten, das ist kein Problem. Easy peasy. Einfach nur auf den Berg stellen, er kommt nicht hoch, fertig ist. Was ist das da hinten eigentlich für eine Höhle? Auf die wir gerade quasi drauf gucken. Das ist die Höhle, wo es, glaube ich, kostenlos Loot gibt, wo nichts drin ist und man nur hier reinfliegen muss. Aber ich glaube, die Drachen sind zu groß dafür. Da braucht man. Kostenlos Loot? Das heißt, es gibt keine Gegner, aber Loot, oder wie? Ja, wir waren schon drin mit der Lava. Wo einfach nur diese Loot-Drops sind. Ah ja, ich verstehe, okay. Aber die Drachen sind zu groß zum Landen da, man hat so kleine Plattformen, auf denen man dann landet. Jetzt haut er wieder ab. Bleib hier, Junge. Jetzt machen wir keinen Schaden mehr, ist zu weit wieder, ne? Ich habe aber einen Hitmarker bekommen, ich glaube, der wird noch nicht angezeigt. Okay. Man könnte auch einfach mal auf die andere Seite fliegen und von da schießen. Oder den halt wieder rüber holen. Ich gehe zu ihm.
Der versucht zu wenden hier. Der ist rot, der ist definitiv rot. Ja, ja, der ist auf jeden Fall rot. Ja, lass mal von hier aus schießen. Scheiße, der isst jetzt eigentlich was, der isst was. Ja, hier ist ein Argentavis auch. Na jo, stimmt, der ist auch voll das Dumme hier. Voll viel Glück, was wir hatten. Oh, der Chris hat aber, der wird von anderen Sachen angegriffen. Oh, der hat Blutung, ja. Macht aber, glaube ich, kaum Schaden, das sieht nur so heftig aus. Ich hoffe, ich werde nicht runtergehauen von dem Adler. Ja, und hier sind noch andere, die sind voll, das ist Izzy, die was der Angriff von Raptor. Okay, du hast alles unter Kontrolle, oder? Ja, ich denke schon. Oh, warte mal, kann sein, dass er hier hochlaufen kann? Kann sein. Der kommt hoch, der ist oben, der Giganot ist oben. Jo, schau ab. Wow. Jetzt können wir aber wieder locken. Wir müssen ihn wieder auf die andere Seite kriegen, eigentlich. Sei denn, der backt da jetzt fest. Hm, ja, schieß einmal von da drauf. Backt der gerade oder laggt der Server? Ich glaube, der backt. Geil. Ich sehe dich ja normal. Er kommt wieder, Nice. Ah, der ist wieder, Wieso war das kein Treffer? Unnötig. Wahrscheinlich habe ich in den eigenen Flügel reingeschossen. Ja, ich habe in den eigenen Flügel reingeschossen. Du siehst ja auch immer den Hitmarker, oder? Also da kommt immer so ein rotes X, wenn du ihn triffst. Echt? Okay, ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Guck mal, wenn du schießt, bei mir kommt ein rotes X. Ja, ja, hast recht, ja. Kommt er hier hoch? Ich glaube nicht. Aber wir werden es gleich sehen. Irgendwo kam er ja hoch, aber ich glaube nicht hier. Oh, scheiße, warum schießt er daneben? Der ist schon richtig schön rot jetzt. Er kommt er hoch vielleicht, kommt er hoch. Er kommt hoch. Oh mein Gott. Ah! Oh Gott, Alter. Ich habe irgendwo einen Hit bekommen, auf jeden Fall. Ja, er hat einmal 575 Schaden gemacht. Ja, okay, das geht noch. Ah, der ist oben! Du musst weg, Flieg wieder rüber, dass wir den von der anderen Seite wieder treffen können. Oder jetzt, glaube ich, hittet er mich. Also, jetzt will er mich hitten, glaube ich. Ja. Ja, er muss weg von dem Bronto, sonst kann er das alles essen. Ja, wir müssen wieder rüber. Drüben war die perfekte Basis. Geil. Monsieur Bronto. Jetzt hängt er da fest. Er hat mich echt blutig bekommen mit einem Bissen. Das Einzige, was schade ist, dass man nicht auf dem stehen kann, auf dem Drachen, im Fliegen. Jetzt backt er da einfach wieder rum, ne? Ja, ja, aber einmal schießen, dann wird er wieder wild. Ich lande einmal hier drüben und schieße ihn einmal ab. Ja, ich auch. Einfach direkt vor seinem Gesicht. Ja, vor seinem Gesicht. Der ist einfach am Pennen. Ne, der backt. Ich kann ihn mitten in sein Gesicht schießen. Oh, ja, das wäre jetzt Rex-Level. Das wäre jetzt Alpha-Rex-Level. Ich treffe ihn auch, oder? Ja, ja, ich treffe ihn auch. Sieht gut aus. Ganz hinten. So ist perfekt. Jetzt sind wir gerade richtig. Hä? Wieso hat das kein Kill kein Damage angezeigt? Oh, jetzt buggt's bei mir. Ich kann gerade nicht nachladen. Okay, jetzt wieder. Also die 557 sind immer von dir und die 534er von mir. Manchmal treffe ich irgendwie, glaube ich, nicht. Vielleicht musst du irgendwie dich ein bisschen drehen, weil sonst irgendwas im Weg ist. Hm, eigentlich ist gar nichts im Weg. Ich sehe aber 557 Schaden zum Beispiel. Ja, jetzt geht's wieder gerade. Jetzt wieder nicht mehr. Hä? Ich werde einfach weiter nach unten zielen oder so. Ja, das geht auf jeden Fall. Oh, der ist richtig rot schon. Nice. Warum geht das manchmal nicht? Versteh's nicht. Ich komm zu dir, damit ich auch Level bekomme, wenn du den letzten Schuss machst. Oh, jetzt hat er sich bewegt. Ich glaube, er kann sich wieder bewegen. Ah, so halb. Noch hängt er fest. Ah, noch ist alles gut. Das ist immer total komisch, dass er auf einmal einfach nur noch steht und sich nicht mehr bewegt. Der hängt unten fest mit seinen Knien in so einem Stein, der ist reingebackt. Aber dass er sich auch nicht dreht oder so. Ja, aber ich glaube, dass der nochmal freikommen könnte, weil der bewegt sich so ein bisschen. Und dann müssen wir ganz schnell weg hier. Bis dahin nutzen. Ja, okay, jetzt ist er weg. Und er ist einfach aufgewacht. Bis dahin haben wir die Zeit aber gut genutzt. Jo, guck mal, wie blutig der ist. Das ist echt nicht mehr viel jetzt. Der darf jetzt nur nicht fressen. Da hinten sind die Brontos. Du bist wieder runtergefallen hier, ne? Ja, er ist wieder hier ganz runtergefallen. Ja. Ist er? Ah, der, okay, ich sehe ihn. Oh, der rennt weg. Ja, ja. Er rennt genau zu den Brontos. Aber was ist denn, wenn ich jetzt absteige? Bleibe ich da nicht oben auf dem Drachen drauf? Dann bleibe ich doch oben drauf, oder nicht? Ich weiß nicht, ich hab's noch nicht ausprobiert. Ich hab's einmal ausprobiert, da bin ich irgendwie so durchgeglitscht.
Echt? Da bist du runtergefallen? Ja. Ich probier's mal aus hier vorne. Ich wollte ihn vereisen hier. Probier's mal aus. Der ist jetzt, der ist jetzt. Nein. Nee, man kann einfach auf dem oben drauf bleiben. Echt? Mhm. Ich versuch's jetzt. Ah, warte, ich mach nur kurz eine. Scheiße, wenn er die isst, kriegt er richtig viel wieder, weil er übelst viel Fleisch dann bekommt. Ich trau mir nicht, also wenn ich jetzt runterfalle, bin ich am Arsch. Ja, ja, ich weiß, ich kann's verstehen. Aber es hat bei mir jetzt gerade geklappt. Hat er auch so eine Bremse mit X? Ja, der hat mit X auch so eine Bremse. Oh mein Gott, der frisst jetzt alles. Mach doch mal eine engere Kurve, Junge. Er ist unter mir. Ich verstehe nicht, warum fliegt meiner die ganze Zeit los, wenn ich absteige? Das verstehe ich nicht. Ja, stimmt, man kann das machen. Du musst ein bisschen seitlich und dann kannst du die X drücken, die Luftbremse. Aber meiner fliegt los, sobald ich absteige. Meine auch, warum? Ja, meine auch. Weiß ich auch nicht. Verstehe ich auch nicht. Folgt der irgendwem? Nee, meiner macht's aber auch. Was soll das? Der fliegt dann einfach los. Das ist asozial. Okay, wir dürfen jetzt wieder keine Zeit verlieren. Nicht, dass jetzt... Ich kann ihn nicht retten. Okay, gut. Dann setze ich mich auch einfach hier oben hin. Ja, du bist auch einfach hier. Jede Chance nutzen, ihn irgendwie zu treffen, wie gut die Position ist. Und dann mit bisschen Glück kriegen wir wieder eine Position, wo er sich festpackt. Ich kann leider gerade nicht schießen, er lädt nicht nach. Oh scheiße, ich habe meinen eigenen Drachen gerade ins Gesicht geschossen. Okay, jetzt ist er wirklich rot. Ja. Aber ich glaube, es geht noch viel röter. Auf jeden Fall. Aber solange wir ihn die ganze Zeit treffen, machen wir definitiv mehr Schaden als er... Oh oh. Er kommt. Er kommt hoch locker. Er weg. Oh, scheiße, dann geht er jetzt wieder auf den nächsten Bronto mit ein bisschen Pech. Ja. Aber hier oben Man kann hier oben ganz gut landen, wo ich jetzt bin. Ich komme auch hoch. Ist hier oben ein Raptor? Nee, das ist irgendwas Kleines. Ich glaube, der lädt übrigens mit normaler Geschwindigkeit nach. Es dauert nur, bis du es siehst, halt vor lange. Okay. Boah, die sind jetzt beide aber echt rot. Mhm. Oh ja, die sind beide rot. Beide? Ja, jetzt nicht mehr der Bronto, weil er den gegessen hat, leider. Ja. Aber ey, hier sind so viele gute Positionen. Ja, das ist voll gut. Er kommt wieder hoch, aber er schafft es nicht. Aber hier kommt er nicht hoch. Nee, ich glaube auch nicht. Warum ist denn dein Drache so blutig eigentlich? Weil der Hälfte Leben noch hat. Wird gerade zweimal getroffen von dem. Okay. Aber... Der soll aufhören, die zu fressen! Das überlebt er jetzt schon. Ich glaube, von hier aus, das hier könnte die Position sein, easy, wo wir ihn gleich töten. Ich glaube auch. Das ist nicht mehr viel. Nein! Was ist los? Meine Flinte ist kaputt gegangen. Nein, die ist so teuer zum Neumachen, ne? Scheiße. Ha! Aber das waren jetzt so viele Schüsse die letzten Male. Du kannst aber noch weiter raufschießen mit deinem Armbrust. Ja, mach ich. Das kommt der hier hoch? Kommt der hier hoch? Ja, er schafft. Geh weg. Kommt er echt? Ah, nee, vielleicht doch nicht. Ich wollte nur mal sicher gehen, weil meine schon so down ist. Also. Da vorne ist er. Oh mein Gott, wo der da hängt. Ich glaube, er kommt hoch. Du bist sehr super weit weg von deinem Drachen. Das ist. Ja. Ich gehe zum Drachen hin. Aber es sieht ganz gut aus, oder? Er kommt nicht hoch. Ja, er ist unten. Er ist auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist unten. Er ist so einmal so ein Bogen rum. Ja, der ist da unten. Oh mein Gott, wo hängt er denn jetzt da? Na, er kommt wieder rum. Ich kann nicht hitten mit meiner Armbrust. Na, zu weit weg, ne? Mhm. Ich könnte ihn mal freezen. Soll ich ihn mal freezen? Ja, aber pass auf. Ist er jetzt langsam? Hat nicht funktioniert, nee. Okay. Man muss super nah dran sein dafür und das ist echt risky. Aber von hier aus musst du eigentlich wieder treffen, jetzt ist er wieder näher. Die Armbrust hat schon auch eine große Reichweite. Vorsicht, er kann da hochkommen vielleicht, wo du bist. Kommt er? Er hat 267 Schaden. Achso, das bist du. Ich dachte schon, hä? Ja, der schafft's nicht zu mir, oder? Er schafft's nicht hoch, ne. Und von da kannst du ihn gut hitten. Ah, er kommt gerade höher. Er kommt schon ein bisschen höher gerade noch. Na, da sieht das so aus. Er wackelt so. Ja, sieht, glaube ich, nur so aus. Okay, jetzt von hier kann ich ihn perfekt hitten. Der ist richtig blutig. Der muss jeden Moment gleich tot sein. Viel hält er nicht mehr aus. Scheiße, bleib doch hier. Damn it, der ist wirklich fast down, Izzy. Ja. Komm schon. Der hält nicht mehr viel aus. Kill ihn! Deine sind eh viel wichtiger, deine Leben. Okay. Deine Level. Schüsse, ja. Komm schon. Geh mal hier rüber. Ich hab ihn auch nochmal getroffen. Oh, der haut ab. Scheiße, die Flinte ist einfach kaputt gegangen. Ich glaub's nicht. Meine Flinte hat Hälfte noch. Ich hab die vor der vorletzten Folge, habe ich die, glaube ich, repariert. Das war Glück nochmal.
dass ich das dann noch gemacht habe. Weil ich auch nicht damit gerechnet, dass wir halt hunderte Schüsse hier verballern, ne? Geht auf die Brontos. Sehe nicht mehr. Der ist, glaube ich, ein bisschen verwirrt jetzt. Der hat auch schon ein paar in den Kopf bekommen, ne? Ich treffe aber. Nimm das! Oh oh! Oh, das wäre so traurig gewesen, hätte ich ihn jetzt damit gekillt. Aber du hast ihn, Ja, ich habe ihn verlangsamt. Stand. Ja, was macht ja, weiß nicht, vielleicht 100 Schaden oder so. Da muss man schon Pech haben, wenn du ihn damit killst. Ja, ja, aber hätte passieren können, so blutig wie er ist. Das Problem ist, dass es so viel Stamina für dich kostet und du dann danach aufpassen musst mit Landen. Ja, ich muss dann direkt weg. Töte ihn, DNR! Ich treffe ihn hier durch den Wald durch. Wo bist du denn gerade? Ah, da hinten. Weiter weg. Weil da muss ich ja schon fast in deine Nähe kommen, damit ich was abbekomme. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und absteigen musst du. Wenn du aufgestiegen bist, bringt's nix. Okay. Ich muss näher ran. Okay, komm mal hinterher. Geh mal hier hin. Ich sehe ihn gar nicht. Ah, er ist im Wasser. Ja. Alter, was eine epische Location für sowas. Der wird jetzt im Wasser sterben. Ne? Wenn die jetzt irgendwelche Piranhas töten. Oh Gott. Ich gehe wieder mit der Armbrust drauf. Jetzt machen wir Vollgas. Jetzt machen wir Vollgas. Volle Kanone. Oh, stirb, Alter. Giganotto killt. 2020 Dizzy vs. Dinos. Die dritte Staffel. Los. Ich hab auch nur. Nein. Ich hab auch. Er kommt zu dir, sie geht zu dem Drachen. Der braucht zwar Bronto, ein bisschen, aber der kommt zu dir. Was mit dem Bronto, Alter? Kitte mich? Ja, vielleicht ist das nicht, er ist ein Diplo. Was ist ein Diplo? Der ist immer. Oh, der ist so fast von. Der ist so traurig. Oh, nee, down. Ja, aber ich bin noch nicht bei dir, ich krieg keine Level mit. Nein! Oh Gott. Ich habe den Diplo aus Versehen gekittet. Okay. Oh, der ist sowas von gleich tot. Okay, wo gehen wir hin? Hier hoch? Hier oben drauf? Ja, hier oben drauf könnte ganz gut sein. Was? Er ist gerade unter der Map schon fast. Ja, ja. Ich bin hier, siehst du mich? Ach, gehst du jetzt rüber? Okay. Ja, ich bin noch nicht entschieden, wo ich sehe gerade nicht mehr. Wo ist er denn mehr. Jetzt? Ja, der ist hier im Wasser drin. In der Map. Ja, schaffst du es zu mir? Und du musst absteigen auch. Ja. Ja, bin jetzt wieder abgestiegen. Okay. Ah, er könnte aber hochkommen und es kommen Skorpione her. Wird auch hier. Er kommt. Hier von meiner Seite aus kann man den gut hitten. Ah, von beiden jetzt. Ja. Nice. Ja, ja, okay. So wird das jetzt was. Junge, der ist unter 10 Schüsse ist der. Der ist so am Arsch. Der ist sowas von lost. Jetzt habe ich nicht mehr Pfeile. Oh nein. Ich kann auch nichts mehr craften. Du hast auch keine Pfeile, craften nichts. Nee, hast du noch Pfeile? Ja, hab ich. Haut ab, er ist fast down. Oh fuck, vielleicht ist noch was im Dino drin. Was, hast du getötet? Yes, ich hab's nicht mal drauf gehabt, Alter. Nein. Ich hab's nicht mal gesehen. Oh, was für ein Anti-Climax. Und es hat mir nicht mal Level gegeben, dein ganzes. Ernst? Was? Ja. Als ob. Sind Alpha sind halt wohl doch schon viel, viel krasser. Ja, Giganotto lohnt sich wohl. Das war richtig unepisch. Dann hätten wir den besser gezähmt. Ja. Wir hätten den einfach zähmen können auch. Aber dann hätten wir haben nicht genug Sachen dabei gehabt. Wir haben nicht genug dabei, glaube ich. Aber was hat der für Sachen, musst du mal gucken jetzt. Der hat bestimmt auch gute Sachen im Inventar. Also sonst wäre ich jetzt echt enttäuscht. Bevor ich neben dir ist, jetzt nicht mehr. 28 Pfeile? Der hat ein Giganotto-Herz, der hat gar nichts, Alter. Was? Der hat überhaupt nichts. Also der hat mir schon Level gegeben, aber ich bin knapp vor 85. Aber halt, also lange nicht so viel wie halt... Überall stand wahrscheinlich in den Kommentaren, dass wir den hätten zähmen sollen. Leute, das können wir natürlich immer noch machen. Wir sind gerade eigentlich fokussiert eher auf unseren Level-Trip. Damit wir einfach schneller andere Sachen machen können. Ich weiß gar nicht, komme ich hier irgendwie auch wieder aus dem Wasser raus. Aber ja, wir wissen auf jeden Fall, wir können jetzt auch, wenn ich hier wieder hochkomme, können jetzt auch einen Giganotto killen. Und wir können auch einen Giganotto zähmen. Aber wie gesagt, hätten wir die Sachen für nicht gehabt, hätten wir wieder zurückfliegen können und so. Und der wird ja wieder hier spawnen, oder? Das ist doch seine Area, oder? Ja. Ich glaube, der kommt ja auf jeden Fall wieder, bin ich mir ziemlich sicher. Glaube ich auch. Schreibt ihr mal eure Meinung dazu auf jeden Fall in die Kommentare, Leute. Das war mal wieder heute eine etwas längere Folge, aber dafür ein fast schon epischer Giganotto-Kampf. Auf jeden Fall deutlich epischer als der Alpha-Rex-Kampf, aber ja, jetzt haben wir den Giganotto schon mal getötet eigentlich oder haben wir nur einen gezähmt? Weiß ich auch nicht so genau. Ich glaube, wir haben den bis jetzt immer nur gezähmt, oder? Ja. Könntest du mir auch vorstellen. Also, Premiere dann hier. Wie viele Chank Arrows hätten wir in den reinballern müssen eigentlich? Auch todesviele, ne? Hätten ja, wir aber vielleicht sogar gehabt.
Ja, wir hätten Trank Arrows in den reinhauen müssen, wenn er Level 30 ist. Level 20 war er, Level 30 wäre gewesen 124. Geht eigentlich voll klar, ne? Ja. Und gegen, mit dem gegen eine Brutmutter zu kämpfen und das war ein Level 100er. Ne, warte mal, was hat der für ein Level gehabt? 120. Ach, war nur ein Level 20er. Ja, dann war das richtig so. Dann haben wir den jetzt gekillt, damit bald ein starker Giganotto wieder neu gespawnt wird, den wir dann ziehen können, um mit dem dann gegen die Brutmutter zu kämpfen. Und hier vorne ist noch ein kleiner Dribbity Drop, aber nur ein ganz normaler Lidana. Ich würde sagen, das sehen wir einfach morgen wieder beim DNR. Leute, take this auf jeden Fall easy. Nehmt das Leben nicht zu ernst. Bis dann, macht's gut. Und tschüss. Tschüss.